In dieser Aufgabe steht, dass wir alle möglichen Werte von h auf der Zahlengerade einzeichnen sollen. Diese Ungleichung ist besonders interessant, weil wir mit dem Absolutbetrag hier zu tun haben. Also, lass uns zuerst diese Ungleichung in Bezug auf den Absolutbetrag lösen und dann lösen wir es, um h-Werte zu finden. Lass uns den Betrag auf einer Seite der Ungleichung finden. Der einfachste Weg ist, 19,5 auf beide Seiten dieser Ungleichung zu addieren. Ich stelle das oft als einen unechten Bruch dar. Hier ist aber ein Teil der Ungleichung sehr einfach. Also, wir können 19,5 einfach auf beiden Seiten addieren. Das ist eine Ungleichung. Wir rechnen 19,5 auf der linken Seite hinzu. Diese Zahlen werden weggekürzt. Das war der springende Punkt. Auf der linken Seite haben wir Absolutbetrag h ist kleiner als 19,5 minus 12. Das ist gleich 7,5. Also wir erhalten Betrag h ist kleiner als 7,5. Was sagt uns das? Das heißt, dass der Abstand noch ein Weg, das darzustellen ist. Merkt ihr, dass der Absolutbetrag ein Abstand von einer Zahl bis zum Nullpunkt auf dem Zahlenstrahl ist? Also, der Abstand zwischen h und dem Nullpunkt soll kleiner als 7,5 sein. Welche h-Werte werden kleiner als 7,5 sein? Was wird kleiner als 7,5 und größer als 0 sein oder gleich 0 sein? Lass uns das so formulieren. H soll kleiner als 7,5 sein, aber wenn wir zu weit Richtung negativen Zahlen gehen, sollen wir vorsichtig sein. Wenn wir minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 oder minus 7 nehmen, ist noch alles in Ordnung. Wenn wir aber minus 8 wählen, wird Betrag kleiner sein. Also die Zahl soll größer als minus 7,5 sein. Also, wenn ihr eine Zahl aus diesem Intervall nennt, wird der Betrag von dieser Zahl kleiner als 7,5 sein, weil all diese Zahlen kleiner als 7,5 sind. Lass uns das auf der Zahlengerade zeichnen. In der Aufgabe steht, dass wir das machen sollen. Das ist die Zahlengerade. Das ist 0. Wir markieren einige Punkte. Hier sind 7, 8 und minus 7, minus 8. Welche Zahlen sind kleiner als 7,5? Ihr könnt jede Zahl, die kleiner als 7,5 nehmen. Wir zeichnen einen Kreis um 7,5 herum, weil wir 7,5 nicht einbeziehen können. Eben dasselbe gilt für minus 7,5. Der Betrag soll kleiner als 7,5 sein. Das heißt, dass 7,5 und minus 7,5 nicht genügen. Aber alles, was zwischen 0 und 7,5 liegt, wird genügen. Das war's.